Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play Nether. In diesem Let's Play schauen wir uns mal ganz kurz das Nether nochmal genau an, bevor wir mit Assassin's Creed starten. Ich weiß, ich habe in der letzten Folge schon gesagt, dass Assassin's Creed das nächste Let's Play wird, aber ich habe mich doch noch entschieden, jetzt nochmal ganz kurz ein Nether Let's Play zu machen. Dieses Mal ein kleines Special. Wir machen, ich glaube, vor Assassin's Creed machen wir nochmal so 30 Minuten, 40 Minuten, schauen wir mal. Hier oben ist ein Level 6000 Leben. Und schauen mal gleich, wie es losgeht. Wir sind hier schon ziemlich gut geskillt. Und es geht gleich los. So, ich muss sagen, ich habe ein bisschen viel gespielt. Ich habe 30 Schüsse von der Waffe. Habe richtig viele Leute gekillt. Ich glaube 7 Stück oder so. Ihr seht hier schon, ich bin ziemlich gut ausgerüstet. Außer ein größeres Backpack, das fehlt mir. Deswegen laufen wir jetzt zur Safe Zone und kaufen mir eins. Oder schauen mal, was es da so gibt für mich zum Kaufen. Okay. Hoffentlich treffen wir keinen anderen Spieler. Wir sind ja, glaube ich, mit 20, 30 Spielern drauf. Habe ich jetzt gar nicht mehr geguckt. Und da müssen wir schon aufpassen, dass uns niemand sieht. Ich hatte vorhin das Problem, wir waren zwei Leute da. Also erst einer. Den habe ich gekillt mit meiner Primärwaffe hier. Und danach war da noch einer. Der hat mir dann richtig Probleme gemacht. Der Typ hat eine fette Shotgun gehabt. Hat mich angeschossen. Dann hatte ich nur 400 Leben und dann habe ich ihn erschossen und dann habe ich um einiges mehr Munition gekriegt für meine jetzige. Ihr seht ja 52 Munition noch zum Nachladen, das heißt insgesamt 82, wenn man die Schüsse im Magazin mit einberechnet. Das ist schon viel. Sie müssen immer aufpassen und auf der Hut sein. Grim Reaper, nee, wir haben eine bessere, wir haben eine Battle Axe. Die bringt mehr. Okay, wir müssen jetzt eigentlich hier rechts, wo der Typ da steht. Ich meine, dumm sind sie ja nicht, die Macher vom Spiel. Außerdem, ich habe gelesen, in dem Spiel sollen auch noch Fahrzeuge kommen. Ich bin gespannt. Also, in dem Spiel sollen Fahrzeuge kommen. Das ist schon was... Boah. Ja, eine Herausforderung, weil... Oh mein Gott. Wie will man in diesem Spiel gute Dinge reinbringen? Na, komm her. Ich habe ein bisschen trainiert. Mehr. Ich weiß nicht, wenn ich schläge. Das Problem ist aber, die Gegner merken, wenn die uns sehen. Und desto länger man gegen einen Zombie kämpft, was ich gemerkt habe, also gegen einen Monster, ist ja kein Zombie, desto mehr kommen. Deswegen muss Monster so schnell wie möglich besiegen. Gehen wir in das Haus hier rein. Kann ich auch nur empfehlen, so wenig wie möglich gegen Monster zu kämpfen. Bloß ich bin hier immer so ein bisschen hektisch. Besonders weil ich durch die Desert auch schon so eingestellt bin, dass mich gleich jemand erschießt. 7625, das ist doch Munition für diese speziellen, die NATO-Gewehre. Das werde ich wahrscheinlich nie finden, diese Crew. Egal, wir nehmen sie mit, wir können sie dann verkaufen in der Safe Zone. Ist dann auch gut. Scheiße. Ich will immer nicht so im Freien kämpfen, weil da sind immer richtig viele. Okay, das ist jetzt. Wow, 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 wow. Fuck. Scheiße, okay, wir rennen weg. Das sind eindeutig zu viele, Leute. Das sind eindeutig zu viele. Bevor ich hier meine ganze Muni verschieße. Wir gehen mal hier hoch. Okay, komm. Wo geht's zur Safe Zone? Hier entlang, okay. Vielleicht schaffen wir es noch rechtzeitig zur Safe Zone, weil das sind echt... Ihr hört's schon. Das sind viel zu viele. Boah. Zurück. Die können uns aber nicht angreifen, ihr seht schon. Außer wenn es hier schief läuft. Ah. Scheiße, jetzt habe ich keine Pillen da auf meinen Quickslots, sonst wäre das Ganze um einiges leichter. Besonders was, wenn ich jetzt einen gegnerischen Spieler noch begegne. Man muss wirklich in diesem Spiel für jede Gefahr
bereit sein. Sonst ist man tot. Ich muss ganz kurz mal meine Pillen hier auf Quickslot 4. Okay. Wo sind die jetzt hin? Haben sie aufgegeben, ha? Huh? Ach, richtige Entscheidung von den Gegnern. Ich hätte auch nie im Leben vier Leute. Vier ganze Viecher da. Nee, das wäre Munitionsverschwendung. Ich habe so und so meine Munition schon ziemlich verschwendet bei meiner Pistole. Und deswegen wäre es auch unnötig gewesen. Hier geht's nicht weiter. So dünn bin ich auch nicht. Okay, aber da hinten geht's weiter, oder? Ja. Nein? Cool, dass auch immer die Wände so zerschießen könnte. Laggy as hell. Ich habe einen Ping von 30, also. Kann ich nicht nachvollziehen, was der Typ hat. Ist aber cool. Man kann hier mal. Bei manchen Häusern sind immer so Lücken. Wir gehen jetzt mal da hoch. Ich habe so. Ist im Gefühl, dass uns da oben irgendwas erwartet. Gut oder schlecht ist, schauen wir jetzt nach. Okay. Naja, ein Weg schon mal zur Safe Zone. Das ist doch mal ein positives Fündchen, ja, was wir gemacht haben. Aber allein, also die Grafik ist echt geil. Und schon, und das ist scheiße jetzt, dass uns ein Zombie hat. Hier lang geht's, okay. Ja, ja, ich geh schon. Tut mir leid, ich wollte ihn nicht stören, Monster. Das schaffen wir nicht, ne? Das könnte uns zum Verhängnis werden. Ja, wir nehmen die sichere Methode. Ich bin schon mal vom Dach gesprungen, hatte dann nur noch 300 Leben und bin daran gestorben irgendwann. Autsch. Mist. Das war nicht geplant. Ah, fuck. Okay, wir nehmen die Pillen. Du Scheiße. So, das war's. Okay, wir machen mal zur Sicherheit die Pillen auf 4. Das Medikit, falls es echt schlimm wird, auf 5. Wir wissen jetzt nicht, was uns vor der Safe Zone erwartet und erst recht nicht in der Safe Zone. Und ob die Safe Zone überhaupt noch besteht, weil die Safe Zone kann auch kaputt sein. Und dann warten die Gegner richtig. Besonders die Gegner warten so und so schon. Weil die wollen ganz einfach, die wollen uns töten. Und deswegen warten die da und jetzt haben wir wieder ein Problem. Mein Gott, sind hier viele Scheißviecher. Entschuldigung, aber musste sein. Echt, ey. Wie sollen wir überhaupt hier wegkommen? Also muss ich doch diesen Weg nehmen. Na, dann hatte ich doch das falsche Gefühl. Und runter. Oh. Ich hasse diese Viecher. Wir müssen jetzt beten, dass die Safe Zone funktioniert. Denn wir locken jetzt richtig viele Viecher an. Und da hinten sehen wir schon das Blinken von der Safe Zone. Boah! Das ist aber echt mies. Okay. Ja, wenn wir da schon nah dran sind, sind wir schon in der Safe Zone so gesehen. Also wir sind dann schon in der Safe Zone, sobald wir schon nah dran sind. Also. Warte, schaut. Ach, sehr gut. Die ist bestehen und die. Haha. Ihr könnt nicht mitkommen. Ihr könnt nicht mitkommen. Sehr gut. Ah, ab jetzt kann uns keiner mehr was anhaben. Wir sind komplett safe. Außer wir verhungern oder sowas, aber das sieht uns nicht. Apropos Hunger, muss man wieder was zu essen finden. Und ich brauche einen größeren Rucksack. Eindeutig einen größeren Rucksack, weil das ist ja schlimm. Aber ich glaube, das machen wir schon irgendwie. Oh, da haben wir ganz schön viele. Okay, jetzt aber mit 30 Leuten, da wundert es mich nicht, dass viele Leute mal was kaufen wollen, besonders hier in der Safe Zone. Es gibt ja richtig viele Markets, wie ihr hier sehen könnt, bei den Outposts, richtig viele Markets. Aber der einzige wirklich sichere Market, wo man in Ruhe alles kaufen kann, ist hier. Hier sind die Typen wieder und Ninja oder so. Und hier können wir kaufen, perfekt eigentlich. Wir machen hier einfach nur auf Marketplace. Und hier haben wir auch...
und sehen hier ein Medium Backpack kostet 150, könnte ich mir sogar kaufen. Ich tue jetzt erstmal das verkaufen, was ich nicht brauche. Da, die werde ich nie im Leben brauchen. Kaufen. Hallo. Kaufen, hallo. Nicht, will er nicht, okay. Kann man die Dinger verkaufen? Kann man auch nicht verkaufen. Kann man Munition allgemein nicht verkaufen? Kann das sein? Aber ich kann das Small Backpack verkaufen, oder? Ja. Das bringt uns eigentlich auch relativ zero, fast gar nichts. Dann holen wir uns jetzt das Medium Backpack, was uns schon einiges mehr Plätze bringt. Gleich 4 Stück. Das ist gleich ein Drittel mehr Platz. Und wir holen uns jetzt auch mal so ein geiles, so eine Maske oder so. Ich weiß auch nicht, für was das gut ist, aber ich schau mal. Was gibt's denn hier schönes? Shadow Slayer. Ich will irgendwas, was von Nutzen ist, weil es bringt mir eigentlich rein gar nichts, wenn ich irgendwas kaufe, was nur gut ausschaut, aber mir nicht weiterhilft. Von daher würde es mich mal ganz gern interessieren. Okay, hier kann man anscheinend jetzt nicht mal was zu essen kaufen. Damals konnte man hier noch Medizin kaufen, aber das ist immer unterschiedlich. Das ist auch das Gute. Dieses Dynamische im Spiel ist nicht schlecht. Wir holen uns jetzt einfach mal das aus Spaß. Heißt Heavy Metal. Dann haben wir hier das Heavy Metal und tun das mal zu uns rüber. Jetzt sind wir am linken Arm oder am rechten Arm? Oder am Kopf geht nicht, ne? So, jetzt sind wir am linken Arm Heavy Metal. Das sehen wir hier so ein bisschen so, ja. Bringt uns, ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall irgendwas. Im Nahkampf vielleicht mehr, wahrscheinlich. Ah doch, jetzt. Ich war nur auf dem falschen Rubrik. Okay, man kann doch was kaufen. Hier. Das ist wahrscheinlich. Okay, 600, 400. Ich habe aber schon das, also brauche ich nicht mehr. Was mich jetzt interessieren würde, wäre Essen. Für Notfall. 20 haben wir. Wir können uns ein Ding holen. 45 Hunger, das ist ungefähr bis hier. 50, 25, 30 Hunger und 30 Stamina. Am nützlichsten wäre jetzt das hier, glaube ich. Oder nein, 30, 45. Huh. Schauen wir mal, ob wir überhaupt eins davon ist. Kaufen können oder nicht, oder ob es nur so ein Bug war oder nicht. Aber dann gehen wir mal auf All Sell. Weil die kann man ja auch kaufen. Hier bei Munition kann man die auch kaufen. Die sind eigentlich ziemlich teuer. Für 16, 24, 8 Stück davon kosten 300. Das heißt, wenn wir davon die 4 verkaufen, würden die eigentlich 150 kriegen. So rein theoretisch gedacht. Aber das wurde wahrscheinlich noch nicht reingemacht. Von daher würde ich jetzt vorschlagen, von fast wir kaufen das da. Dann haben wir kein Geld mehr, aber. Hm. Gut, jetzt haben wir Canned Food gekauft, das kommt auch direkt ins Inventar. Und hier können wir uns sonst noch irgendwas kaufen, ich würde auch nicht. Nether Skin Backpack. Bringt? Man weiß nicht, soll ich es kaufen? Soll ich nicht kaufen? Das ist ja ein kleines Small Backpack, wir haben doch schon unser eines verkauft. Egal, ich kaufe es jetzt einfach nur so zum Testen. Oh. Leather Skin Backpack. Und das hier und das da. Bringt. Ich weiß auch nicht. Briefbeschwerer, ja? Kann man das auch zu kaufen? Nee, kann man nicht. Leute, wenn ihr wisst, was mir das bringt, dann bitte schreibt es in die Kommentare, weil ich habe keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Das mir jetzt bringt auch nicht, weiß ich auch nicht. Ich habe mir doch eigentlich ein mittleres Backpack gekauft. Wozu habe ich dann das? Und dann brauche ich das doch eigentlich auch nicht, aber das kann ich jetzt nicht mehr verkaufen. Egal, wisst ihr, was wir jetzt tun? Wir tun das ins Global Inventory. Genauso wie meine Shotgun. Und das da auch. Und ja, das war's dann. Eigentlich schon. Ja, mehr brauchen wir eigentlich gar nicht mehr ins Inventory tun noch. Und sonst heißt es dann für uns, es geht weiter. Oh. Wohin gehen wir? Irgendwo, wo wir nicht so auffallen. Wartet mal. Jetzt geht's besser. Okay. Die Umgebung checken, muss hier immer die Umgebung checken, weil sobald man aus der Sektion raus ist, ist jeglicher Schutz verloren. Die warten hier ganz gern, weil man sich hier immer was kauft. Zu unserem kleinen Special hier.
gleich einmal gut bewaffnet. Ich hoffe, wir finden jetzt mal was zu essen. Ein bisschen viel zu essen wäre nicht schlecht. Wir brauchen das und das ist schon wichtig. Okay, vorsichtig. Da es hier ziemlich nah an der Safe Zone ist, hier auch immer gut aufpassen. Nah an der Safe Zone heißt auch nah für alle anderen, nah für euch. Und das erhöht die Chancen nochmal, dass hier Gegner lauern. In diesen Häusern da, in diesen kleinen, ich sag schon fast englischen Häusern, weil die sind auch immer mini, die meisten, sind meist auch was, besonders diese Lagerfeuer. Wenn ihr ein Lagerfeuer seht, ist zwar sehr offensichtlich, wenn ihr dort seid, aber wenn ihr die Umgebung gecheckt habt, ist eigentlich normalerweise auch immer da was. Oder eine Umgebung davon, aber hier gerade finde ich irgendwie gar nichts. Was mich da komplett verwundert. Ich komme auch nicht durch. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen ein bisschen weiter westlich. Dann kriegen wir vielleicht auch andere Drops. Also dann sind da vielleicht auch andere Sachen. Ich hoffe, dass wir auch in so einen Wolkenkratzer da vorne, den Wolkenkratzer müssen wir hoch. Oh nein, nicht die Viecher, die so schreien, komm her. Ah, das ist viel gekotzt. Oh. Hab ich jetzt getötet. Nein. Wir skillen danach, wir hauen ab. Jetzt haben uns sicher ein paar Spieler gehört, weil dieses Scheißviech geschrien hat. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder in Sicherheit bringen. Besonders müssen wir jetzt uns umschauen nach Gegnern. Oh, ich dachte schon, dass da oben hängen Gegner. Das wär's. Okay. Wollen wir da hoch? Wollen wir noch da hoch? Wir gehen da hoch. Lieber einmal zu viel geschaut als einmal zu wenig. Das Problem ist auch, dass man manchmal bereut, wenn man zu viel schaut und dann stirbt. Okay, ich würde vorschlagen, wir gehen so über die Autobahn. Die Autobahn, da haben wir gute Aussicht von oben. Und da schauen wenige hoch eigentlich, so in der Regel. Oh, da unten. Das interessiert mich jetzt. Da gehen wir runter. Leute, Bungee Jumping! So. Und hopp. Okay, da könnte jetzt auch einer drin sein. Vorsichtig immer. Und zack, rein, stürmen. Nicht stehen bleiben ist wichtig. Damit er, falls da einer drin ist, euch nicht kriegt oder sieht. Ey, was soll das? Ah, jetzt. Beziehungsweise er kann reagieren. Und das Gute ist, wenn ihr reinstürmt, dann verliert er meist die Kontrolle. Okay, da ist der Wolkenkratzer, wo wir hin wollten. Wir checken nochmal die Läden in der Umgebung, bevor wir da reingehen. Ist natürlich auch immer sehr wichtig, besonders da hinten ist nochmal ein Feuer, das checken wir auch nochmal. Oh, Mäuse, ey. Ja, verrückt bei solchen Viechern. Aber ich mag persönlich keine Mäuse. Okay, ein Helikopterwrack kann mal was sein. Habe ich bisher eigentlich noch nie was gefunden beim Helikopterwrack. Ist ja auch nicht. Das macht eigentlich nur voll die Aufmerksamkeit. Plus meist in der Umgebung, irgendwo wird immer was sein. Normalerweise. Ich weiß auch nicht, gerade habe ich eine Pechsträhne, aber schauen wir mal, was uns im Haus erwartet. Es kann ja sein, dass sich im Haus jetzt alles wendet, dass wir da voll geile Sachen finden oder auch sterben. Ich weiß es nicht. Haus ist auch immer wichtig. Checkt alle Flure einmal komplett durch. Erstens, ihr wisst nicht, ob da Gegner sind, und es leckt gerade, komischerweise. Ihr wisst nicht, ob da mehr Gegner sind. Gut, wenn ihr alles gecheckt habt. Zweitens, in diesen Gängen befinden sich nur außenrum davon meist Utensilien, die nutzbar sind, wie Waffen oder sonstiges. Wichtig ist auch, im obersten Stockwerk findet ihr meist nicht so viel wie in den unteren, kann aber unterschiedlich sein, ist aber meist so, dass in den unteren am meisten sind. Aber ihr seht schon, manchmal sieht es aus wie hier jetzt bei mir. Da findet ihr einfach nichts. Rein gar nichts. Was dann ziemlich nervig ist, weil man ein ganzes Haus durchlatscht und nichts findet. Aber ich hatte auch schon mal die Situation, dass ich ein ganzes Haus durchgelatscht bin. Und am Ende. Fuck. Ach so, für die Safe Zone. Okay. Und am Ende ist dann doch noch was Gutes rausgekommen.
Also es lohnt sich doch immer wieder solche Wolkenkratzer durchzulaufen. Ist ein ziemlich beliebter Angriffspunkt auch für andere Leute, ist klar, aber man muss da natürlich aufpassen. Ja, wir sollen jetzt die Safe Zone defenden. Das sagt er nur, damit er uns killen kann und dann unsere Sachen nimmt. Rein theoretisch könnten wir da jetzt uns auf dem Haus nah von der Safe Zone hincampen und ein bisschen gucken und ein bisschen killen. Machen wir aber nicht, weil wir nicht so böse sind in diesem Sinne. Ja. Ich will jetzt auch nicht mein allerletztes Canned Food benutzen. Erstens, danach ist echt alles zu Ende, wenn ich das benutzt habe. Und zweitens, keine Ahnung. Ich will nicht sterben. Ich habe mir jetzt so geile Sachen gekauft. Da will ich einfach nicht sterben. Ich hätte meine Waffe auch ins Global Inventory machen sollen und dann nur mit der weiterkämpfen. Ich glaube, ich mache das jetzt auch, bevor die 10 Minuten vorbei sind. Nochmal schnell oder wie? Na, vielleicht. Schauen wir mal. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Das kann durchaus mal sein, das kann durchaus mal passieren. Aber hier ist, glaube ich, ja, ich sag doch, manchmal ist das Glück doch auf unserer Seite. Aber nur manchmal. Und das selten, Leute, selten. Ziemlich selten. Dass man in dem letzten Stockwerk nochmal was findet. Manche rennen ja nur aufs letzte Stockwerk hoch, ist ja auch oft der Fall. Grim Reaper kann man eigentlich verkaufen, nehmen wir mit. Wenn wir jetzt ein Medium Backpack können wir um einiges mehr mitnehmen. Das heißt, Lags ohne Ende. Wir gehen mal runter. Ich benutze da immer meinen Trick. Upsi, das war ein bisschen zu blöd getrickst. Okay. Ich mache da gerade nicht gute Sachen. Okay. Ja, dann manchmal spawnt da dann nochmal was, kann man nochmal durchschauen, aber ich mache das jetzt nicht. Es würde erstens zu langweilig werden, zweitens zu lang dauern. Gut, wir gehen jetzt mal weiter und zwar, wir werden jetzt wieder uns Richtung Safe Zone begeben. Da werden jetzt die letzten Leute oder vielleicht auch ein paar dumme Leute die defenden wollen. Das Schlaue ist aber bei den Leuten, die da hingehen, dass sie die Safe Zone erhalten. Das heißt, es werden jetzt eine Riesenwelle wird jetzt auf die Safe Zone zulaufen und die Tore kaputt machen. Wir, also unsere Aufgabe ist es so gesehen eigentlich, es zu verteidigen. Ja, sagen wir es so, das macht keiner. Weil, wenn die Safe Zone dann futschi ist, dann bekriegen sich die ganzen Spieler, weil die wollen alle eine geile Waffe. Und wenn du eine geile Waffe hast, wie ich jetzt zum Beispiel, ein geiles Sturmgewehr, dann werden die so richtig, richtig aggressiv und jeder rennt auf dich drauf und das wird dann nur noch zum einzigen Massaker nach dem Motto Last Man Standing. So gesehen, Leute, nehmt einfach nicht teil. Lasst es einfach, euch interessiert die Safe Zone so und so fast gar nicht, ja? Und den einzigen, den ihr in diesem Spiel vertrauen könnt, Kumpels oder euch selbst, und ich würde nicht mehr Kumpels vertrauen. Also wenn ich mit denen nicht gerade wirklich spiele und richtig schalt, weil es sind doch ziemlich viele Leute, die einfach nur eure Sachen haben wollen. Also das ist eigentlich ja Standard in dem Spiel. Jetzt habe ich mein letztes Essen auch gegessen. Und ja, auf jeden Fall nicht vielen Leuten vertrauen wichtig und auf jeden Fall, wenn ihr jemanden seht und der sagt, don't shoot. Schießt. Mein Rat. Schießt einfach. Ich meine, ihr habt weniger zu verlieren, wenn er tot ist, als wenn er lebt. Und wenn er lebt, kann er euch später immer noch umbringen. Und wenn er tot ist, kann er euch nichts mehr tun. Den einzigen Nachteil, den ihr dann habt, ist, wenn er dann wiederkommt und es wirklich nur gut meinte, dass er euch dann killt. Aber, naja, ich würde allgemein kein Vertrauen. Ich habe schon mal gesagt, ey, don't shoot. Tja, ich will dazu nichts sagen. Was dann passiert ist. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal in die Safe Zone, schauen nochmal, was wir da haben. Ich glaube, wir haben noch 10 Cash, wir können was verkaufen.
Dann haben wir wieder Geld, da können wir uns wieder was zu essen holen. Das machen wir jetzt noch schnell, bevor die Station kaputt ist. Weil die haben ja gesagt, Attack will start in 10 minutes. Hoffentlich werde ich jetzt hier nicht gekillt. Weil die campen sich immer ganz gern hier hin. Weil wenn die Safe Zone erstmal keine Safe Zone ist, dann sind die natürlich auch nicht mehr sicher. Und die wollen das defenden, also verteidigen. Und das kann man auch nicht so voraussehen. Okay, jetzt bin ich schon mal in der Safe Zone. Ist schon mal gut. Aber das heißt, es wird gleich losgehen. Problem ist, ich muss jetzt schauen, dass ich ein bisschen, ja, nochmal schnell die Sachen hole, die ich brauche. Und dann verschwinde. Aber ich glaube, danach ist das Play schon so und so schon zu Ende. Also wir gehen mal ganz kurz hier. Ich gehe hier hinter, da wo mich keiner sieht. So, gut. Und ich nehme... Ich tue mal das, den Grim Reaper jetzt verkaufen letztendlich. Den brauchen wir so und so nicht. Haben wir wieder 18. Das können wir auch verkaufen, wenn es gehen würde. Geht auch nicht. Also Munition kann man allgemein nur nicht verkaufen oder nicht verkaufen. Kübler, wow. Kann man das auch verkaufen? Nee, kann man nicht mal. Okay. Gut. Sidearm, Range, der ist mir klar. Okay. Sagen, die Shells brauche ich so und so nicht, die sind für die andere Waffe. Die tun wir mal so ordnen jetzt so hin und wir kaufen uns noch was zu essen schnell, wenn es möglich ist. 15, perfekt. Okay, gut, dann haben wir wieder jetzt Crunchy Bands. Ja, und ich würde sagen, das war's schon mit dem Let's Play. Ja, Leute, das war jetzt wirklich das allerletzte Let's Play von ja, Nether. Also nachdem ich jetzt das Haus gecheckt habe, das werde ich jetzt nochmal schnell checken. Jetzt nochmal kurz meine Abschlussrede. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit euch Nether zu spielen. Und möglicherweise kommen auch nochmal Nether Let's Plays, ich weiß es noch nicht. Aber wenn welche kommen, dann natürlich hundertprozentig von der Vollversion. Also die wird richtig Hammer. Besonders dann auch mit Autos. Und ja, die würde ich ganz gerne euch dann wieder präsentieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinne, Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Das nächste Display kommt am 21.11. Nämlich, und jetzt haltet euch fest, Assassin's Creed 4 Black Flag. Natürlich um 20 Uhr, 21 Uhr oder auch früher schon, wenn alles glatt läuft. Ich weiß nicht, wie es bei Uplay so ist. Ich habe schon vorbestellt und alles. Bloß, zum Beispiel Splinter Cell Blacklist lief bei mir nicht so. Keine Ahnung, sehen wir dann. Auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.